Oh, ich dachte gerade, mein Auto qualmt schon. Was war das? Halli, hallo Leute, willkommen bei SAPDFR Part 82. Mal wieder nicht alleine. Mal gucken, wie lange das diesmal dauert. Ich habe heute den Kleenox bei mir. Starten hier jetzt erstmal am Burger Shot. Und ich fahre heute keine Militärsfahrzeuge mehr. Ich hatte nämlich ein paar Beschwerden darüber. Also habe ich mir gedacht, na gut, wenn es dann so schlecht ankommt, dann kann ich es auch lassen. Und ja. Auf jeden Fall als Unmarked hier mal unterwegs. Voll viele Sirenen und so. Sieht schon nicht schlecht aus. Das ist grün, warum fährst du nicht? Jetzt ist rot. Lass mich raten. Und jetzt fährt er. Ey, lass mich hier doch mal ein bisschen Platz zum Wenden. Gibt's ja nicht. Verstärkung rufen. Ja, jetzt kommen die hier erstmal schon wieder an. What the f. Okay, Autos hier erstmal durchlassen. Wow. Da bist du ja, Enox. Hast du zufällig keine richtige Waffe dabei? Gott, what? So. Nimm mal deine Waffe raus, warum frisket der? Wow, was hast du denn jetzt vor hier? Au! Was haben die denn jetzt vor? Komm, Kleenox, lass verschwinden. Nein. Du kommst mit. Dies. Ha! Hatte ich letztens mal ja auch, oder nicht letztes Mal, aber hatte ich ja auch schon mal mit Tom. Ich weiß jetzt, wie ich es behebe. Das kommt, wenn man einen... Oh mein Gott, ey. Das kommt, wenn man jemanden aus Versehen... Erstmal Krankenwagen rufen. Einen Kollegen aus Versehen untersucht. Dann kann er irgendwie nicht mehr weiterlaufen. Das ist ein bisschen verbuggt. Dann muss man ihn einfach... sagen, komm wieder mit. Indem man auf ihn... zielt und G drückt, dann geht's auch wieder. Schöne Ladung. Konnt genau reingucken. Schnelle Untersuchung, so. Da braucht jemand Verstärkung. Den lassen wir dann nochmal durch. Den fahren wir nicht um. So nett bin ich nicht. Ups. Kann das sein, dass wir jetzt den Verdächtigen da hinten schnappen müssen? Oh, ich dachte... Oh. Das nächste Mal eher auf die Karte gucken, aber nee, doch nicht. Kleenox, kommst noch hinterher? What the fuck? Hier wollte ich eigentlich nicht rein. Lass mich raus. Danke. So, jetzt nicht, mein Auto ist weg, Kleenox ist weg. Die Verdächtigen sind weg. Nee, der Verdächtige ist noch da. Steht mein Auto da hinten noch? Ja, steht da noch. Oh.
Nabend Elvis, Nabend Elvis, Nabend Elvis und Nabend Elvis und Nabend Elvis. Nein, nicht das Taxi. Xenox hat jetzt halt schon Feierabend. Hat mir eben per Funke gesagt, dass er einfach mal so aus dem Dienst geht. Das muss ich jetzt wieder alleine machen. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist wirklich immer. Versuchte über den Flughafen. Nein, er will mit dem Flugzeug flüchten. Nee. Ja. What? You should have kept your mouth shut. Das ist aber dem Polizisten, den ich helfen soll. Und du schwebst. Alter, wie machst du das? Ich will's auch können. Kollege? Hey, what the f... Ihr seid zwei. Ah. Jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, kann ich dich jetzt auch noch rekrutieren? Nee. Wäre ja schön, zu schön gewesen, wenn ich den jetzt auch noch sagen könnte, ja, du kommst mal mit hier. Es geht leider nicht. Naja. Fahren wir mal hier über ein Stück Highway. Ups. Ich fahre schon langsam und dann fahre ich ihn trotzdem hinten drauf. Naja, passiert. Ups. Ein Progress am Laufen. Okay. Ja, wir haben ja einen Geländewagen. Ey, what the fuck? Och nö. Red County ist auch auf der anderen Seite. Hätte hier gleich auf dem Highway bleiben können. Sieht voll geil aus mit den Lichtern, finde ich. Viele kleine vor allen Dingen auch. Nicht nur diese riesen, nein, auch diese kleinen. Das sieht voll gut aus. Sehr gut. Wow. Oh, Sirene, voll in die Eisen. Mach das nicht nach. Autsch, das auch nicht. Okay. Wow, hier ist sogar ein kleiner Weg. Habe ich eigentlich so nicht gewusst. Ja, versteck dich nicht hinter meinem Auto. What? Ich bin kein Leichenwagen.
Nein, tut mir leid, aber ich bin echt kein Leichenwagen. Der hat mich gerammt. So. Und schon verfolgen wir ihn. Und schon fährt er hier die ganze Zeit nur im Kreis. Fahr rechts. Haha. Der wollte baden. Sorry. Der wollte auch baden. Mir fällt auf, irgendwie ist in Delimar richtig viele Verfolgungen, wo die Gegner am Motorrad fahren. Und ich bin gerade über ihn rüber gefahren und da ist nichts passiert. Also ich glaube, ich hätte mich daran echt nicht halten können. Nein, ich habe eine Verfolgungsjagd. Ich habe eigentlich gerade Verstärkung gerufen. Und wollte nicht wissen, was wiederholt worden ist. Oh, ich habe ja auch Verstärkung gerufen. Lol. Habe ich halt beides gemacht. Oh, komm schon. Ich bin genau über ihn rüber gefahren. Ha. Diese... Mann! Kann gerade nicht. Wiederhole, kann gerade nicht. Der hat mir meine Tür abgefahren. Puh. Oh, jetzt wäre mir fast jemand in den Schuss reingelaufen. Ey. Nimm mal diese Polizisten, die zu Fuß gehen. Autsch. Ach, da fährt er. Ah, der Baum war gerade eben noch nicht da. Oh. Lol. Okay. Ja, genau. Ich schieße auf ihn und er dreht um. Toll. Er hat sich da gerade so irgendwie so schön hingebackt. Und mein Auto wird immer... Hat schon eine fehlende Tür und all sowas. Hm. Oh, ich dachte gerade, mein Auto qualmt schon. Hm. Was war das? Genau hier ist eben irgendwas auf diesem Haus hier explodiert. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass die Explosion oder so zu aufwendig war oder keine Ahnung. Okay, wusste ich nicht. Auf jeden Fall ist mir gerade mein Spiel abgestürzt. Kann auch sein, dass ich mein Spiel wieder gedacht habe. Nö. 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 Oder nope. Du spielst das Spiel schon wieder zu lange. Jetzt stürze ich ab. Kann ja sein. Ich finde es auch, auch so geil mit den Rehen da vorne dran, ne? Erstmal so vier Stück an den Seiten, so hinten nochmal eine Scheibe, fünf Stück, in der Heckscheibe auch nochmal ein paar mehrere. Sieht nicht schlecht aus. Der nächste Funkspruch kommt in 3 Sekunden. 3, 2. Verdammt, aber nicht ganz. Nicht ganz.
Aber es war schon verdammt dicht dran, oder nicht? Was hier oben? Autsch. Oh, 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 oh. Nee, dich wollte ich nicht laufen. Alter! Na ja, gut, er ist gerade noch aufgestanden, das habe ich gesehen. Die kommen schon alle die Straße runter. Gut, wenn hier sowieso alle die Straße runterkommen. Ey, seit wann habe ich eine Uzi? Ich wollte gerade sagen, das sind die. Aber das sind die nicht. Wenn die da auf einmal mit Uzis und so ankommen, ey, das wäre ja echt. Das wäre extrem. So, mal gucken, ob ich es diesmal hingekriegt, eine Rauchgranate zu werfen. Komischerweise ist das so, die können einfach so durch die Rauchgranate durchrennen. Ohne dass irgendwas ist. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Nein, 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 nein. Alter. Oh oh. Rückzug, Rückzug. Erstmal einen leichten Rückzug. Alter. Dann verstecken wir uns hinter dem Auto und schießen ein bisschen mit der Uzi. Oder hinter dem Auto und verstecken uns mit der Uzi. Ups, sorry, wollte ich nicht. Wo ist überhaupt die Polizeiverstärkung? Ach, dahin, da kommt gerade welche. Ah. Boah, da oben sind ja noch ein paar. Aua! What the f... Was soll denn der Scheiß? Ich war dein Kollege! Ich belebe ihn nochmal wieder. Nein, nicht den! Nicht den! Oh, fu! Wer ist Crash? Get off, Dick! So, du warst böse. Oh, das ist gut. Können wir gleich vorne rausschießen. Ups, sorry, falscher. Sie waren böse. Alter. Hier gerade eine Oma mit einer abgesägten Schrotflinte. Aha. Aha, jetzt habe ich auch eine abgesägte Schrotflinte. Meine Lieblingswaffe in diesem Spiel sogar. Noch nie was von Abrollen gehört? Oh, eine Limo. So, ich würde sagen, dann fahren wir jetzt auch mal wieder zur Polizeistation zurück. Ja, du kannst fahren. So. Funke aus. Ach ja. Erst das wegmachen, Funke aus. Wer jetzt sagt, ja, du hast überholt, obwohl du nicht überholen darfst. Ich finde, man dürfte hier in San Andreas trotzdem überholen, weil hier ist überall diese durchgestrichene Linie. Und außerdem überholen die Verkehrsautos ja auch. Und die Bullen, Motorräder fahren auch über rote Ampeln und so. Und siehste, das habe ich gemeint. Wieder eine rote Ampel. Wieder nicht gesehen. Ups. Okay, jetzt fahre ich auch schon über rote Ampeln hier. Mist! Ich gucke mir jetzt schon von den anderen ab. Das war
war aber verdammt knapp. Ne, warte mal, bin ich... Oder war da doch noch eine Kreuzung zwischen? Keine Ahnung. Jetzt bin ich schon verwirrt wegen den ganzen Ampeln hier. So, mit diesem Fahrzeug können wir auch endlich mal wieder hier unten rein und können es dann hier abstellen und hochlaufen. Ne, das sollten wir trotzdem nicht machen. Und sonst werden wir... Grafikfehler. Okay. Sonst werden wir Grafikfehler. Sonst werden wir abgeschossen. Packen wir mal hier neben diesen... nicht komplett heilen. Mercedes, da kannst du überhaupt durch die Motorhaube sehen? Also, sieht nicht so aus, als wenn du es nicht machst. Ups. Falsche Taste. So. So, ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.